Jo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Das ist ein bisschen anders als sonst. Ich setze mich hier auch ganz entspannt hin. Ich habe keine Ahnung, wie die Mikrofonqualität ist. Ich hoffe relativ gut, weil ich sitze ein bisschen weiter weg. Ich will heute einfach mal ein bisschen entspannt talken, ein bisschen über mein jetziges Leben reden, was ich alles bisher geschafft habe und was noch in Zukunft folgen soll. Denn ich dachte mir so, yo, ich feiere morgen am 27.07., das Video kommt wahrscheinlich ein bisschen später, feiere morgen meinen 16. Geburtstag. Und ich dachte mir, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn ich jetzt ein Video aufnehme, wo ich sage, yo, was habe ich alles bisher geschafft von meinen Plänen, was will ich noch schaffen? Und ich in exakt einem Jahr, hier drauf reagiere und mal schaue, was ich wirklich geschafft habe, wie meine Pläne dann doch verlaufen sind und was ich umgesetzt habe. Das wäre, denke ich, richtig, richtig interessant und das will ich auch für mich selber machen, um zu gucken, was schaffe ich eigentlich in dem nächsten Jahr. Wisst ihr, wie ich meine? Hier wird wahrscheinlich in dem Video im Audiomaterial viel Schnitt sein, weil ich mich wahrscheinlich oft verplapper und das nochmal wiederhole. Aber im Video an sich werdet ihr wahrscheinlich hier ein paar Bildeinblendungen sehen oder irgendwas. Also wundert euch nicht, das Video ist hauptsächlich für mich. Ich habe mir hier ein paar Stichpunkte auf dem Zettel gemacht, wo ich ein bisschen drüber reden werde. Ich werde als allererstes erstmal anfangen, eigentlich, wo bin ich heute? Was habe ich bisher von dem geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte? Ich habe nämlich so ein paar Sachen, viele wissen wahrscheinlich, dass ich nebenbei zeichne, privat sehr viel. Und ich daraus auch ein bisschen was machen will. Aber an sich ist viel im letzten Jahr passiert so. Ich habe meinen Schulabschluss gemacht, werde ihn jetzt nochmal wiederholen, wie viele von euch wissen. Was ich direkt dazu sagen kann, ich habe meinen Schulabschluss super klasse gemacht. Ich habe 9 Jahre lang in der Schule wirklich geschlafen, habe nur 5 und 4 geschrieben, meine Zeugnisse waren die Hölle, okay. Und im letzten Jahr habe ich mich tatsächlich noch sehr, sehr aufgerappelt und bin tatsächlich dann sogar Jahrgangsbester geworden, habe mich da extrem reingehangen und bin auch echt stolz drauf, dass ich da was aus mir gemacht habe, wisst ihr, wie ich meine? Das war so der erste kleine Erfolg, wo ich wirklich sagen musste, da habe ich ein Jahr dran gesessen, immer wieder jeden Abend gelernt, mir mega Stress gemacht und habe es dann letztendlich auch geschafft. Außerdem habe ich meinen Führerschein angefangen, da bin ich jetzt dabei, ich bin jetzt in der 7. Praxisstunde. Die nächste Stunde, die ich jetzt mache, das fällt auf den Dienstag, den Tag nach meinem Geburtstag. Und ich hoffe, dass ich den dann bestanden habe, bis ich das nächste Jahr das Video hier sehe. Und dass ich erfolgreich auch mein Motorrad geholt habe. Ich will mir eine KTM RC 125 holen. Kann ich hier mal ein Bild einblenden. So, das wäre in mattschwarz oder eine mattschwarze Lackierung später drüber packen oder eine Folie. Wäre schon echt nice, muss ich sagen. Würde ich extrem feiern. Außerdem habe ich ganz, ganz viel versucht, im letzten Jahr vor allem so meine Zeichnungen damit irgendwie Geld zu verdienen. So, was heißt Geld verdienen? Ich wollte da draus was machen, wisst ihr, wie ich meine, oder bin da auch noch dabei. Nur momentan hängt es alles ein bisschen durch den Führerschein, den ich finanzieren muss. Ist leider das Problem einfach, dass ich nicht genug Geld für eine gute Kamera habe. Und dadurch kann ich halt einfach dieses Projekt nicht direkt voranbringen, sondern muss jetzt erstmal warten, bis ich eine geile Kamera habe, weil irgendwie bockt es mit meiner Handykamera echt nicht so. Hierzu kann ich gleich erwähnen, ich habe für meine Zeichnungen im Prinzip sogar eine eigene Website, einen eigenen Shop erstellt, den ich echt unfassbar geil finde, by the way. Und habe an sich schon viele Zeichnungen auf Pullover bzw. T-Shirts drucken lassen. Hab da jetzt auch einen echt guten Kontakt, die das kompetent und gut machen, der sympathisch ist und den ich mich super verstehe. Wo ich auch beim nächsten Mal, wenn ich dann die nächsten Pullover bedrucken lasse, definitiv hingehen werde. Da haben wir aber so einen kleinen Deal abgemacht, dass ich im Prinzip erstmal ein paar Motive und ein paar Pullover fertig mache. Dass wir die alle mit einmal drucken und nicht immer einzeln, weil das einfach übel der Geldrausschmiss ist so. Das ist, also das macht den ganzen Preis enorm höher und deswegen ist es gut, dass ich das, denke ich, so geregelt habe. Das war übrigens auch eine mega Arbeit, da erstmal einen kompetenten Typen oder eine kompetente Firma an sich zu finden, die das so gut macht und die da gute Druckmöglichkeiten hat und alles. Habe ich aber zum Glück alles geschafft. Dazu, zu dem Motorrad muss ich gleich nochmal erwähnen. Vor über 2 Jahren wurde ich von meiner Jugendweihe mit einer Harley abgeholt. Und seitdem, seitdem bin ich ein absoluter Motorradmensch. Also wirklich so zu 100%. Da habe ich diesen Traum schon aufgeschnappt und wusste früher schon, dass meine Eltern mir den Führerschein nicht finanzieren können und ich ihn aus eigener Tasche bezahlen muss, was auch gar kein Problem war. Und dann bin ich Zeitungen austragen gegangen und seitdem bin ich Zeitungen austragen, jetzt seit 1,5 Jahren. Halt immer mit dem Ziel, dass ich diesen Führerschein finanzieren kann und mir ein ordentliches Motorrad kaufen kann, ein ordentliches Bike kaufen kann. Das war immer so das Ziel und ich bin echt froh, dass ich das Ganze durchgezogen habe. Jedes Wochenende 4-5 Stunden die Zeitungen ausgetragen habe. Das hat sich echt gelohnt, muss ich sagen. Und ich werde damit jetzt auch weitermachen. Ich habe momentan zum Glück Urlaub, aber ich glaube, in 1 oder 2 Wochen geht es schon weiter. Ah ja, das steht auch auf meiner Liste drauf, weil da habe ich wirklich diese Zeitung habe ich wirklich durchgezogen und wirklich, wisst ihr, das war so ein Ding, was ich am Anfang mir null vorstellen konnte und dann habe ich es einmal gemacht und seitdem ist es für mich Normalität geworden und es ist ultra nice einfach. Einfach wirklich richtig nice, dass ich mir das auch aus eigener Tasche bezahlen kann und so. Ich lerne sehr schnell aus Fehlern, beziehungsweise ich sehe sogar manchmal Fehler, bevor sie überhaupt irgendwie passieren können und verhindern sie dann, wisst ihr, wie ich meine? Und ich würde sagen, ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch. Also sehr, sehr, sehr selbstreflektiert. Ich sehe sehr oft, wenn irgendwas scheiße läuft. Bis jetzt, glaube ich, nur 1 oder 2 Mal habe ich es zu spät gesehen, was auch scheiß Auswirkungen auf mein Leben hatte. Leider. Aber es ist, wie es ist. Ich bin jetzt seit
seit fünf Wochen mit meiner Ex-Freundin auseinander, also mit meiner derzeitigen Freundin jetzt seit 5 Wochen auseinander. Und muss wirklich sagen, so die ersten 3 Wochen waren echt schwierig. Konnte es aber gut verarbeiten durch Sport, hauptsächlich durch Sport. Hab da ein gutes Ventil gefunden und bin jetzt echt gut drüber weg. Ich weiß noch nicht, wie der erste Schultag dann wird, aber ich hoffe, das verläuft alles gut. Ich will eigentlich so, was ein kleines Ziel ist, so dass ich in einem Jahr weiterhin den Sport durchziehe, den ich jetzt seit, weiß ich nicht, 2 Jahren circa mache. Jeden Abend meine Liegestütze mache und mich am besten sportlich auch steigere. Ich muss gestehen, ich übe momentan immer Handstand. Kann den eigentlich auch schon echt gut, aber ich krieg den halt nicht gehalten. Und es ist ja so ein Traum, dass ich in einem Jahr den Handstand perfekt kann. Und auch verschiedene andere Sachen, was Liegestütze und so angeht, kann. Was auch so ein kleiner Traum wäre, wäre Planken. Kann ich hier mal ein Video zu einblenden, falls viele werden nicht wissen, was es ist. Das wäre auch so ein kleiner Traum. Aber erstmal will ich den Handstand üben und danach kann der Rest kommen. Aber Planken wäre echt heftig. Muss man wirklich sagen, wäre echt ein weirder Flex, wenn ich das in einem Jahr kann. Aber wäre nice. Dann, was ich nicht vergessen darf, ich habe im letzten Jahr meinen kompletten YouTube-Kanal verändert. Wird euch aufgefallen sein. Ich habe mein komplettes Konzept von Minecraft PvP umgeworfen und bin auf ein Let's Play umgestiegen. Was in den ersten 100 Folgen für mich eigentlich nur mäßig war. Ich zocke ein bisschen und lade das Uncut hoch. Aber nach den ersten 100 Folgen wurde es dann irgendwie für mich mehr. Und ich habe Schneiden wieder richtig für mich entdeckt. Habe die Qualität richtig für mich entdeckt und habe daraus richtig was gemacht, was ich übel geil finde. Ich muss sagen, ich finde die Videos, wie sie jetzt sind, ich muss doch ein bisschen mich finden. Ich bin noch nicht so zu 100% bei dem Konzept, wie ich es beibehalten will, aber ich finde es schon echt unfassbar gut. Und dass ich das Let's Play und so auch durchgezogen habe, finde ich auch mega nice. Weil so, wenn du als YouTuber von relativ hohen, in Anführungszeichen, Klickszahlen runterkommst und einfach so eigentlich bei 200 Klicks bist, was eigentlich ein Neueinsteiger bei YouTube auch direkt schafft, ist schon echt schmerzhaft. Aber ich habe gelernt, einen Fuck auf die Klicks zu geben und einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. Und ich muss sagen, das gefällt mir auch unfassbar gut. Ich bin damit unfassbar glücklich, auch wenn es mir halt viel, viel, viel weniger Klicks bringt, als ich mal hatte. Und ich will auch weiterhin in Zukunft dieses Let's Play durchziehen. Und vielleicht sitze ich ja in einem Jahr hier und kann sagen, dass ich aus dem Let's Play richtig was gemacht habe. Das wäre natürlich am nicesten. Ich habe in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, muss ich dazu nochmal erwähnen. Na, was heißt viele Fehler? Ich hab nicht viele Fehler gemacht, aber wenn ich einen Fehler gemacht habe, war echt schwerwiegend und scheiße. Extrem scheiße. Charakterlich oder an sich einfach Fehler, aus denen ich auch gut gelernt habe, muss ich sagen. Ich bin ein Mensch, der aus sowas direkt lernt. Das finde ich auch gut. Aber ich würde mir wünschen, dass ich in Zukunft so nicht mehr so viele Fehler mache, wisst ihr, wie ich meine? Oder früher drauf komme, das früher mitbekomme. Viele werden es wissen, meine Leidenschaft ist so mein Ding, wisst ihr, die Hobbys. Lebe ich auch, wisst ihr, wie ich meine? Und da geht oft viel, viel Zeit verloren für die Zeichnungen, für den YouTube-Kanal. Viel Zeit, die ich investiere für eigentlich nichts, wenn man so will, eigentlich für mich selbst. Oft verliere ich durch diese Hobbys, durch diese... Also ich habe da eine enorme Leidenschaft zu, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich könnte ohne das, was ich tue, einfach nicht richtig leben, ohne Spaß zu haben oder so, weil das ist so mein Ventil, um Probleme aus der Welt abzuschaffen, um die an mir vorbeisausen zu lassen. Und wenn ich hier vor dem Mikro sitze oder zocke oder zeichne, dann bin ich so ein bisschen frei, wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen, ich fühle mich einfach frei. Das ist wie beim Motorradfahren, wenn ich Motorrad fahre, ich fühle mich einfach... So, alles um mich rum ist einfach weg, wisst ihr, ich konzentriere mich auf den Verkehr und spüre einfach die Maschine und das fühlt sich einfach unbeschreiblich an, so. Das ist halt auch das Gute, ich hab mir einfach einen Traum erfüllt. Also, was heißt erfüllt? Ich hab noch kein Motorrad und noch nicht den Führerschein, aber mit dem Führerschein sieht es sehr rosig aus. Und ein Motorrad hole ich im Winter dann, dass ich pünktlich zum nächsten Jahr zur Motorradsaison anfangen kann zu fahren. Wie gesagt, die KTM RC 125 wäre echt ein Traum. und wenn das alles erfüllt ist, dann kann ich mich echt glücklich schätzen, weil ich habe jetzt 2 Jahre, also wirklich 2 Jahre an diesem Traum festgehalten und die mir einfach erfüllt. Wisst ihr, wie ich meine? Ohne irgendwie zu sagen, ja, ich schaffe das nicht oder was weiß ich. Ich habe immer, wenn es Probleme beim Zeitungen austragen gab, wenn wieder die Zeitungen zu spät kamen oder gar nicht kamen manchmal, habe ich rumtelefoniert oder wenn mein scheiß Wagen, ich laufe mit so einem Wagen rum, okay, und wenn der einen scheiß Platten hatte, dann habe ich gesagt, yo, ich trage die einfach nicht aus und schmeiß es hin oder sag einfach, ich kann diese Woche nicht oder sonst was, sondern ich habe gesagt, ich nehme die Zeitungen und wenn ich bis morgen früh um 4 noch austrage, Hauptsache, sie sind ausgetragen und ich habe meinen Job erledigt, um das Geld zu bekommen. Und das ist halt unfassbar nice einfach. Es gab immer ganz viele Komplikationen, die ich einfach durchgekämpft habe, wo ich mich durchgebissen habe, um halt am Ende diesen Führerschein machen zu können, um am Ende Motorrad fahren zu können, was von Anfang an, wie gesagt, ein kleines Träumchen war. Und jetzt habe ich es einfach erfüllt und es ist schon echt ein nices Gefühl und ich hoffe, das geht so weiter. Aber wenn wir gerade bei Träumen sind, kann ich ja gleich mal überleiten. Meine Träume und Ziele für das nächste Jahr. Das ist eigentlich auch der Hauptteil des Videos.
Weil ich würde echt gern sehen, so wenn ich in einem Jahr mir dieses Video angucke, wo stehe ich heute? Wisst ihr, wie ich meine? Was habe ich in der Zeit wirklich geschafft? Habe ich vielleicht sogar mehr geschafft, als ich schaffen wollte? Oder habe ich es eigentlich, habe ich mein Leben komplett an die Wand gefahren? Und selbst wenn, wird es mir nächstes Jahr, denke ich, eine Motivation geben, dieses Video hier da rauszukommen, falls irgendwas passieren sollte. Ich meine, letzten Endes kann ich jetzt viel von Träumen und Zielen erzählen, aber wenn das Schicksal mir mitten im Jahr irgendeine scheiß Breitseite reinhaut und mich übel hops nimmt gefühlt, dann kann ich jetzt hier von Zielen erzählen und werde sie wahrscheinlich nächstes Jahr einfach nicht erfüllen können, weil ich einfach nicht in der Lage dazu bin. Ich werde immer wieder aufstehen, so, das ist gar keine Frage mehr. Ich werde nie irgendwie liegen bleiben, wenn wieder irgendwas richtig abfuckt. Aber das Problem ist einfach, wenn du richtig tief runterfällst, ist es auch halt auch schwer, wieder hochzukommen. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen. Aber trotz dessen, ich würde gerne, wenn ich 17 bin, heier in den Zukunftsfair, wenn du 17 bist, würde ich gerne wollen, dass du jetzt schon dir Gedanken machst, den Autoführerschein zu machen, anzufangen. Ich meine, begleitendes Fahren will ich eh nicht machen. Begleitendes Fahren ist scheiße. Deswegen wäre es nice, wenn du jetzt mit 17 langsam anfängst, dass du den mit 18 in der Hand hast und auch ein eigenes Auto am besten mit 18 schon hast. Das wäre echt heftig, wenn du ein eigenes Auto, Autoführerschein, ein eigenes Motorrad und einen Motorradführerschein mit 18 schon hast. Dann wäre es auch nice, wenn du dir dann langsam eine Wohnung suchst. Aber das bereden wir nächstes Jahr. außerdem würde ich wollen, dass du dir dann schon eine Kamera zugelegt hast, aber ich denke, da brauche ich nicht drüber reden. Eine Kamera werde ich dann safe schon haben. Sobald du deinen Motorradführerschein hast, solltest du dir direkt im Anschluss eine Kamera gekauft haben, hoffe ich für dich. Und dann würde ich gern wollen, dass du das mit den Zeichnungen richtig durchgezogen hast, angefangen hast, deine Social-Media-Kanäle, die dazu übrigens existieren, angefangen hast, die aktiv zu bringen und Videos zu deinen Zeichnungen zu machen und auch an sich qualitativ hochwertige Bilder auf Instagram zu posten, regelmäßige Abstände da einzuhalten und daraus richtig was zu machen. Die Kamera ist dazu momentan mein Schlüsselpunkt, den ich einfach noch nicht habe, weswegen ich das alles noch nicht voranbringen kann. Aber wenn du die Kamera hast, will ich sehen, dass du das ab dem Moment, wo du die Kamera hattest, durchgezogen hast bis heute. Und vielleicht ist ja auch was draus geworden. Und wenn nicht, dann hast du trotzdem qualitativ hochwertige Bilder auf Instagram. Ich denke, das ist die Hauptsache, oder? Also no joke, das wäre echt unfassbar geil, wenn du das durchgezogen hast und dazu, wo ich zum nächsten Punkt komme, dazu das Let's Play das ganze nächste Jahr durchgezogen hast und richtig was in dem Let's Play. Ich kenne meine Träume heute und ich weiß, sie werden in einem Jahr genauso sein. Ich hoffe, du hast genau das, was wir beide gerade im Kopf haben, so umgesetzt und genau das daraus gebaut, was du wolltest, weil das wäre extrem unfassbar geil. Und wenn du das im nächsten Jahr geschafft hast und nebenbei die Zeichnungen vorangebracht hast, dann wissen wir beide, dass du echt gehasselt hast, Mann. Und das würde ich echt feiern. Auch wenn du das nächstes Jahr noch so aktiv machst, wäre das echt unfassbar geil. Außerdem will ich natürlich beim Let's Play meine Qualität so ein bisschen heben. Ich will vor allem meine Thumbnails sind momentan der letzte Schmutz. Ich bin mit meinem Thumbnail so unzufrieden, aber ich weiß noch nicht, wie ich sie besser machen soll. Es wäre geil, wenn ich zu dem Zeitpunkt in einem Jahr eine Lösung für die scheiß Thumbnails hätte und endlich mal wüsste, wie ich die bearbeite, um was Geiles daraus zu machen. So, außerdem wäre es echt nice, Zukunftsrelation, wenn du zu dem Moment, wo du das Video jetzt gerade guckst, schon eine feste Ausbildung hättest, du wüsstest, yo, ich kann in 3 Tagen oder in 4, 5 Tagen zu einem neuen Lebensabschnitt aufbrechen, wo ich zufrieden bin. Ashley, der Name wird dir was sagen. Ich hoffe, du hast da dein Praktikum gemacht bei Ashley und ich hoffe, du hast dich da auch dann beworben und auch den Ausbildungsplatz bekommen. Das wäre echt unfassbar nice, wenn du dann bei Ashley eine Ausbildung machst. Also wirklich richtig nice. Ich hoffe, die Ausbildungsvergütung wird über 700 Euro sein. Damit wäre ich echt zufrieden. Oder wenn es so 650 wären, wäre auch echt nice. Aber ich glaube, du deichst es schon. Ich glaube, du hast da schon echt was Geiles hinbekommen. Das wäre so ein Traum. Aber wenn es nicht bei Ashley wird, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, du suchst dir eine Firma, die dich zufrieden macht. Weißt du, wie ich meine? Das ist die Hauptsache. Und vertrau keinen Menschen, die scheiße sind. Weißt du, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, nein, dann mach es auch nicht. Außerdem würde ich mich echt freuen, wenn du Schule durchgezogen hast. Mein jetziges Ziel für die Schule ist es eigentlich nur 1-2 auf dem Zeugnis zu haben. In Englisch, was echt unfassbar schwierig wird und wo ich echt nicht weiß, ob ich es hinbekomme, weil wir manchmal echt Kacklehrer haben und ich dann echt mich unfassbar verstellen müsste, um mit den Lehrern gut klarzukommen. Wäre nice, wenn du dein Zeugnis irgendwie hier mal kurz einblenden könntest an den Zukunftsrelation, wo vielleicht die Noten drauf sind und alles ein bisschen abschwarzen könntest, was Privates. Aber wenn da alles voll mit 1 ist und nur 1-2 auf dem Zeugnis ist, dann bin ich echt glücklich. Also wenn du das auch geschafft hast, neben dem YouTube-Ding mit dem Let's Play und neben dem YouTube-Ding oder mit dem generellen Social-Media-Ding mit den Zeichnungen, wäre das echt, also das wäre dieses Non-Plus-Ultra. Wenn du das alles geschafft hast in dem nächsten Jahr und es alles durchgezogen hast und wirklich da dran geblieben bist, dann kannst du wirklich in einem Jahr
gerade vor deinem Mikrofon, vor deinem Bildschirm sitzen, aus dem Fenster gucken und dir einfach denken, Mashallah, ich habe alles durchgezogen, was ich mir erträumt habe. Wenn du die Ausbildung hast, wenn du über den Autoführerschein nachdenkst, wenn du auch die Kohle für den Autoführerschein hast, wenn du die KTM im Vorhof stehen hast und deinen Motorradführerschein hast und schon vielleicht ein paar Momente damit nice erlebt hast, wenn du dann dazu noch die Schule durchgezogen hast, deine Ausbildung hast, dann bin ich echt unfassbar zufrieden mit dir. Dann hoffe ich, dass es im nächsten Jahr weiterhin so weitergeht. Geheimer Traum nach allen Träumen ist ja mit 21 dann den A-Führerschein fürs Motorrad zu bekommen und dir eine schmackhafte R1 zu kaufen. Oh, die R1, einfach ein wunderschönes Motorrad. Das ist das Ziel nach allen Zielen. Aber dafür fehlen uns auch einige Schritte. Ein bisschen Geld fehlt auch noch. Lul. Ich bin echt gespannt, wie es in einem Jahr aussieht mit meinem Leben. Also echt sehr, sehr, sehr gespannt, wie es in einem Jahr aussieht. Ich hoffe, ich kann auf dieses Video reacten und einfach glücklich in den Sonnenuntergang gucken und mir einfach denken, Alter, Bruder, du hast es wirklich durchgezogen. Du hast es wirklich geschafft einfach. Das wäre echt unfassbar geil. Aber ich glaube, du machst es. Ich glaube, das wird alles richtig nice. Ich glaube, du ziehst es auch durch. Du musst nochmal, also vor allem in den vergangenen Wochen, ist mein was heißt Kampfgeist, so mein Drang, was aus meinem Leben zu machen, ein bisschen weggegangen. Weil ihr wisst, vor allem, also nach einer anderthalbjährigen Beziehung, wenn die gar ist und komplett futsch ist, dann ist es manchmal echt schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber momentan schlägt mein Herz wieder. Und ich sehe momentan auch wieder richtig, wie der Kampfgeist in mir richtig wächst. Und ich merke, dass ich richtig, richtig was aus mir machen will. Und mit Glück mache ich das auch. Ich würde sagen, ich hoffe, du reactest in einem Jahr hier drauf. Ich hoffe, du machst dann noch YouTube. Wirklich, inshallah, du machst dann noch YouTube. Und ich hoffe, du kannst mir in einem Jahr dann in der Reaction sagen, ey, Brudi, ich habe alles durchgezogen, wie du es dir erhofft hast. Ich habe sogar noch mehr geschafft. Das wäre natürlich am nicesten. Das wäre wirklich das Nonplusultra. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in, weiß ich nicht wie vielen Tagen, irgendwann in den nächsten Tagen zu einem neuen Part des Let's Plays wieder. Let's Play übrigens geht momentan übelkrank voran. Wir schaffen mega viel und ich bin da echt stolz drauf. Leider, wenn die Schulzeit wieder anfängt, wird es wieder extrem wenig im Gegensatz zu jetzt. Und wir werden kaum was schaffen. Aber ich werde es weiterhin durchziehen. Und ich würde sagen, ja, bis dann und ciao, meine Freunde.